Hallo Welt, da sind wir wieder. Und mir ist da etwas eingefallen. Wir haben ja noch einen Außenposten zu vergeben. Also wir können das hier eigentlich in beanspruchen. Das heißt, wir müssen gar nicht zurückfahren und dann wieder dorthin und dorthin. Naja, früher musste man Benzin sparen hier. Aber ich glaube, diesmal beanspruchen wir einfach diesen hier. Das heißt, wir müssen erstmal in die Basis. Den letzten... Das ist der, der so schön weit weg ist. Nein, dieser hier, der zweite, den müssen wir. Genau, das ist der, der so schön weit weg ist. Haben wir aber auch nicht viel von. Genau. Den nehmen wir wieder raus. Moment. Ging nicht. Basis. Gemeinschaft steht hier. Gemeinschaft. Was für eine Gemeinschaft. Wir und unser Garten. Ja, okay. Also... Es ist immer noch die gleiche Aufnahmesitzung. Ich mache aber wahrscheinlich nach dieser Pause eine Folge. Natürlich andersrum. Und wie kann ich das denn... Ach so. Aufgeben. Ja. Ja, ja. We're all set here on the new outpost. Lebensmittel bekommen wir dafür. So viele Lebensmittel. Die verderben uns da doch alle. Moment, wir müssen uns erstmal entleeren. Entleeren. Das sind aber alles Sachen, die wir brauchen. Für unsere Aufgabe. Ja, dann müssen wir erstmal abladen und einladen und suchen. Und also erstmal abladen und nachher wieder einladen. Oh Mama Mia. Ja, liebe Welt da draußen, wenn jemand zufällig jetzt zum ersten Mal zuguckt und sich wundert, was ich hier für einen Zusammenhalt hanglosen Blödsinn erzähle. Wir haben grobe Verluste erlebt schon. Und ich bin immer noch in der gleichen Aufnahmesitzung. Für mich sind das jetzt gerade mal, ich glaube, 20 Minuten vergangen seit dem Verlust im letzten. Und deswegen bin ich absolut nicht mehr auf der Höhe. Noch schlimmer als sonst. Das geht. Ich hätte auch gedacht, das geht gar nicht. Aber jetzt habe ich herausgefunden, das geht doch. Ich kann sowas. Andere können das vielleicht nicht, aber ich kann sogar noch kaputter sein als vorher. Durch sowas. Ah. Also wer mal möchte, wer sich mal richtig ärgern möchte und in die Luft gehen möchte, State of Decay, Teil 1. State of Decay. Naja, Teil 2 ist, das ist immer ärgerlich, wenn jemand stirbt. Aber ich muss sagen, so, nee, das, Punkt. Machen wir mal weiter. Wir brauchen Medikamente. Normale. Warum haben wir eigentlich so viele Medikamente da? Oh nein, jetzt ist keiner mehr da, der uns irgendwann mal ein bisschen was zusteckt. Wir brauchen... Das macht doch Krach. Das nehmen wir vorsichtshalber auch. Sollen wir nicht in die Basis? Ja, wir können uns aber sowieso nicht heilen. Weil Punkt ist weg. Mhm. Aber es wird Nacht. Puh, wir können ja die ganze Nacht rumgurken. Ich glaube, wir holen noch mal die anderen Sachen. Sie hatte ja noch mehr Sachen. Ja, ich glaube, die holen wir mal. Und was machen wir jetzt? Wir brauchen das, die gute, ja genau, die Schrotflinte. Glaube ich. Schrotflintenmunition. Stimmt doch, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ach, wir haben die leer geschossen. Das heißt, die Munition haben wir verloren? Oder die haben. Nee, die haben wir bei ihr liegen lassen. Aber die hatte doch nicht mehr viel. Die Punkt, wisst ihr? Eieiei, was machen wir denn jetzt? Mal ernsthaft. Hier stimmt doch was nicht. Die hatte doch so... Ich meine immer, hier fehlt irgendwas. Ja,
Benzin. Molotows. Ah, da ist ein See. Ob die überhaupt was bringen? Die werden wahrscheinlich sofort ausgehen da im Wasser. Wir müssen das irgendwie anders schaffen. Mit Molotows und so kommen wir nicht ran. Wir könnten zur Ablenkung die Raketen setzen. Dann müssen wir uns um den Koloss und diesen Wahnsinnigen da kümmern. Nicht mich, den Tobsüchtigen meine ich. Na, auch nicht mich. Ich meine den Feralen da, ihr wisst schon. Und mit neun Patronen kommen wir nicht weit. Das geht überhaupt nicht. Ah, wir haben ein Auto. Ein Auto ist eine Waffe. Ein Auto ist doch, ist doch sofort kaputt hier. Oh Mann, oh Mann. Die 9mm. Es hat keinen Sinn hier mit euch. Es hat keinen Sinn. Wir sind hier bei uns im sicheren Versteck eigentlich. Heißt das? Sagte man. Es ist eine sichere Zone hier, aber nein. Ihr habt noch nie was davon gehört. Wir überfahren euch jetzt einfach. Ganz langsam. So. Das war viel zu schnell schon für die. War hier nicht noch was zu finden? Ja, hier ist sogar noch was zu finden. Ja, ich werde... Ich werde doch eine Pause machen. Also, ich meine, die Aufnahmesitzung geht schon lange genug. Immer noch die erste, falls es jemanden interessiert. Von der Premiere an, von den Premierenfolgen an. Also, denke ich mal, es ist lange genug. So langsam, ja, soll ich es auf die Konzentration schieben oder... Wir sind alleine, wie sollen wir denn sowas... Ja. Nein, das schaffen wir nicht mehr. Einsteigen. Nicht hinten! Warum steigst du hinten ein? Da ist doch kein Lenkrad. Oh, ich glaub das kaum. Hey, das geht ja mit dem Auto hier. Warum geht denn das? Ach so, Moment. Raus, 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 raus. Ach, wir brauchen noch nicht tanken. Merkt ihr das? Es geht langsam wirklich rund. Noch runder als sonst, oh Mann. Widerstand? Ach, Quark. Es gibt doch sowas wie Widerstand. Das ist Einbildung, das gibt es doch gar nicht. Hey, das schleudert nicht schlecht. Da könnten wir den Feralen ja vielleicht doch mit dem Auto erwischen. Da ist schon der See. Wir fahren aber diesmal hier runter. Und wo sind wir dann runtergekommen letztens? Oh, kann man hier? Ja, ich glaube, hier geht das. Oh. Auto schafft das. Das ist ein Geländewagen. Vierrad und alles. Den Panzer bräuchten wir hier. Das nimmt doch ganz schön Schaden hier, das Auto, meine ich. Oder meine ich das nur? Getting tired. Not good. Jetzt wird sie müde. Auch das noch. Ja, wo ist das denn eigentlich mit dem müde werden, schlafen gehen? Ach, das ist ja langweilig, wenn man nicht mal schlafen gehen muss. Das kann ja jeder. Ich glaube, wir tanken diesmal auf.
Ja, muss nicht sein. Wir schmeißen das erstmal hinten rein. Also Richtung Heimat kommen wir mit Sicherheit noch. Ich überlege gerade, wofür wir das so schön da hinten reinlegen, wenn wir sowieso gleich hinüber sind. Don't worry. I'll get this home for you. Ja, das war bestimmt auch ihre größte Sorge. Übrigens lag da der Punkt. Punkt, habe ich gesagt. Ja, und meine ich auch so. Da kann man überhaupt gar keinen Punkt machen hier, wenn man die ganze Zeit daran erinnert wird durch die Leiche. Naja, wenigstens ist sie aber sofort gestorben. Hat sich nicht noch gequält. Wie machen wir das jetzt? Ja, in der Nacht glaube ich schon mal gar nicht. Oder? Ich meine, die haben alle leuchtende Augen, aber die brauchen ja nur mal in die andere Richtung zu gucken, dann sehen wir sie nicht mehr. Also, ne, das sollten wir wirklich mit dem Auto erstmal eine Runde nochmal drehen. Denn hat das einen. Das macht doch keinen Sinn, oder? Die Nächte sind so dunkel, man sieht ja gar nichts. Oder einfach ins Auto setzen. Ja, ach nee, das geht ja nicht. Wir starten ja sofort im Motor. Ist ja nicht Mist Survival hier. Boah, wie viele hier überall sind. Boah, das ist so fies. Ja, was machen wir? Nee, das ergibt keinen Sinn. Also, wir haben das tagsüber schon gar nicht geschafft. Dann fahren wir wirklich eine Runde, dann können wir auch auftanken einmal. Und dann hier in dieser Gegend in der Nacht fahren, das ist auch keine gute Idee, weil man sieht doch hier nichts. Ach, wir sind sowieso voll. Vielleicht fahren wir einfach zurück. Den Weg zurück werden wir ja wohl finden. An den Bäumen vorbei. Den Baum habe ich mir gemerkt. Und am Zaun entlang immer. Müssen wir das reparieren? Ach, reparieren ist was für... Die liegt da. Unser Punkt. Reparieren konnte sie Arzt... Komischerweise hatte die auch drauf. Medizin irgendwie. Ich weiß nicht warum. Das ist aber nicht der richtige Zaun hier, oder? Das ist ja voll einfach, dann da runter zu kommen. Erstmal auf eine Straße, egal. Oh, das Auto ist aber schon... Wow! Oh, geht doch. Das ist nicht unser Außenposten. Und eine Straße sehe ich jetzt zwar auch gerade nicht, aber es wird schon eine kommen. Hier sind wir absolut falsch. Ich weiß das. Wenn ich mich hier so umgucke. Schon wieder? Wer verbraucht denn die ganze Medizin eigentlich? Da ist doch keiner mehr. Was haben die denn hier gepflanzt? Blaubeeren? Ist das eine Straße hier? Schönes Auto. Wer baut denn hier solche Straßen, die vor einen Zaun führen? Wow. Abgestürztes Flugzeug. Das haben sie immer noch da liegen lassen aus dem ersten Teil. Nicht gut.
Was ist denn hier los? Ja, nicht so überrascht sein. Das ist doch das ganze Zeug. Das haben wir doch schon gesehen. Beim Start. Der Startbildschirm. Vielleicht müssen wir das da einfach kaputt machen. Da war doch so eine Kugel. Vielleicht, wenn wir die Kugel kaputt machen, geht alles kaputt. Aber erstmal geht unser Auto kaputt gleich. Vielleicht kommt diese Seuche aus dem Flugzeug. Da waren auch Militäraufklärungsfahrzeuge und so. Oh. Was hat er gesagt? Essen? Ja, aber nicht mich. Oha, das mit dem Mais ist ja cool, dass man ihn umfahren kann. Aber das Auto wird dadurch wahrscheinlich auch nicht besser. Ach nee. Oha. Ist aber gefährlich hier. Also wenn irgendwo hier jemand wäre, oh nein, das auch noch. Also eine andere Enklave, Leute, die wir auf unsere Seite ziehen könnten oder so. Bei den vielen Häusern, an denen wir schon vorbeigefahren sind, hätten wir irgendwen hätten wir da schon treffen müssen mittlerweile. Selbstmörder, Zombie-Selbstmörder gibt's doch überhaupt nicht. Oh, die hatte ich ganz vergessen. Sind wir hier nicht richtig? Der ist weg. Nein, der ist noch da.
Hier, Logan, Logan. Wir, Logan, ich glaube, wir machen das schon. Keine Sorge. Hm. Ja? Fantastisch? Der ist wirklich begeistert davon. Ja dann, viel Spaß damit. Da kommt auch noch ein Aufgeblähter. Vielleicht magst du den auch. I'm all ready for love. Na klar, und wo rennt er hin? Ach, Logan hat eine Waffe. Nicht mehr so fantastisch, das war ironisch gemeint, oder? Der kann das doch nicht fantastisch nennen. Ein Screamer? Oh, der ist aber echt explodiert. Wow, jetzt kommen sie alle aus allen Ecken. Na klar, wir sind ja auch da. Hat er den Kreischer denn wenigstens? Ich glaube, den hat er. Wollten wir nicht irgendwas aus dem Wagen holen und dann hier reinpacken? Irgendwie machen wir nur noch Quatsch. Oh, das Schwert ist ja fast hinüber. Na, wir sind sowieso allein. Da brauchen wir nicht mal an andere zu denken jetzt. Seuchenmittel haben wir auch nicht mehr. Ziemlich übel. Ist noch jung. Es gibt keinen Ort, an dem man sicher ist. Ja, doch auf dem Dach oben. In der Basis auf dem Dach, wenn man alleine ist. Oder? Oder verdursten oder verhungern wir? Eigentlich nicht. Ist nur dann, irgendwann ist es langweilig. Aber wir können ja am Saurier runter. Ich glaube, wir nehmen mal hier so ein bisschen davon. Wenn wir den Charakter wechseln könnten, dann hätten wir ja diese Krankenstation. Und da würden wir vielleicht geheilt werden. Haben wir aber nicht. That was the last of them. Also müssen wir das so machen. Das dauert schon lange. Aber was sollen wir jetzt wieder die ganze Nacht machen? Oh
Moment. Wir sind am Ende der Folge, liebe Welt da draußen. Ich glaube, ich mache dann doch noch eine Folge. Das heißt, ich warte dann jetzt erstmal, bis die Nacht vorüber ist. Bis zur nächsten Aufnahme und... Ja, dann müssen wir hier verharren ein wenig, uns ruhig verhalten am besten. Und in der nächsten Folge... wird es dann schon wieder Tag sein. Und dann kümmern wir uns um das Problem. Ganz genau, so machen wir das. Was leuchtet denn da drüben? Was Schönes zum Einsammeln? Vielleicht eine Blutprobe? Oder krabbelt hier noch irgendwas? Hoch, tatsächlich. Oh, wie schön. Na gut, dann war das jetzt mal so ein bisschen rumgegurke. Wir waren aber wenigstens zum ersten Mal am Flugzeug. Ja, okay, man hat jetzt nicht so viel gesehen in der Nacht, aber irgendwas geht da so vor sich, meine ich. Vielleicht müssen wir da was, so eine runde Kugel, da hätte ich so gerne reingeschossen. Aber ein andermal bestimmt. Vielleicht kommt die Seuche ja wirklich aus dem Flugzeug. Wir werden sehen. Wir werden versuchen, jetzt hier zu überstehen, die Nacht. Und ich würde mich, glaube ich, da oben, irgendwie würde ich schon, ich würde es schaffen, darauf zu kommen. Irgendwo da oben würde ich mich hinhocken. Über Nacht. Aber nicht hier so stehen bleiben. Bei Logan. Wir verstecken uns einfach hier in der Ecke, wo er immer steht. Ja, wenn wir hier sind, kommen wir nicht mehr raus. Ja, aber er steht davor. Wir müssen ja erstmal an ihm vorbei. Der kann das bestimmt. Können wir hier oben drauf? Ah, wir können hier oben drauf. Okay. Dann warten wir hier, bis die Nacht vorüber ist. Wie oft habe ich das jetzt gesagt? Kann jemand mitzählen? Ja, ich werde es nacherzählen und vielleicht in die Überschrift schreiben. Wir warten, bis die Nacht vorüber ist. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle also für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.